Danke. Danke, das war sehr interessant, so wie alles heute Morgen schon. Ich möchte aber an die Dame anschließen. Also ich, aus meiner Erfahrung, ich arbeite seit 25 Jahren im Non-Profit-Bereich, unentgeltlich. Ich habe die Kraft, jeden Tag 8 Stunden im Büro zu sitzen, ohne Geld zu verdienen. Ich habe auch die Mittel. Aber ich erlebe bei den Menschen, denen wir in unserem Büro versuchen zu helfen, sehr viele, die ohne einen Arbeitsdruck völlig strukturlos sind. Also ich will sagen, dass ich glaube, dass die Zahl der Menschen, die gezwungen ist, jeden Tag aufzustehen und in ein Büro oder auf einen anderen Arbeitsplatz zu gehen, dass es eine recht große Zahl gibt von Menschen, die dadurch psychisch eine Heimat finden und eine Geborgenheit. Und die wären völlig verloren, wenn man ihnen einfach das Geld gäbe. Also damit will ich sagen, ich diskutiere das sehr gerne. Ich finde es ein sehr interessanter Ansatzpunkt. Aber ich glaube, man muss die Psychologie der Menschen und die einzelne DNA der Menschen auch untersuchen. Und wenn Sie sehen, wie hoch die Suizidrate in der Schweiz ist, ein Drittel der Menschen Depressionen haben, dann sind darunter sehr viele, die das auch haben, wegen der Arbeit, die ihnen nicht passt. Aber es sind auch sehr viele, die nicht die Strukturen haben. Das finde ich ganz ernst zu nehmen, was Sie sagen. Das ist sicherlich bei ganz vielen Menschen so. Deswegen auch nochmal der Hinweis, ein Grundeinkommen kommt ja nicht einfach mit einem Knack, sondern das ist ein Prozess. Ein Prozess auch des Umdenkens, ein Prozess auch der kleinen Schritte, die dahin führen. Und jetzt ist eigentlich die Frage nur, ist das sozusagen ein Zukunftsmodell, dass Menschen, wie Sie es gesagt haben, also gar nicht wissen, ich übertreibe es ein bisschen, gar nicht wissen, wie sie selber zurechtkommen sollten, wenn ihnen nicht ganz klar vorgegeben wird bei Androhung des Existenzverlustes, wie sie es zu tun haben. Und da denke ich, ja, das ist sicherlich, also ich habe es überspitzt gesagt, aber das ist sicherlich, gibt es. Es ist aber kein Zukunftsmodell. So geht es nicht weiter. Das ist keine Entwicklung weiter. Und ich denke, das ist jetzt die Frage, ist es positiv, diese Zumutung auch auszusprechen? Denn das Grundeinkommen ist ja nicht nett. Das wird immer verwechselt mit Paradies und schöne Utopie und löst alle Probleme. Es löst überhaupt keine Probleme. Es lässt vielmehr die Probleme auftreten und selber in die Hand nehmen und Kräfte entwickeln, um damit eigenständiger umzugehen. Insofern ist es für mich eben ein Entwicklungsmodell, ein Entwicklungsplan. Und die Frage am Anfang, wollen wir dahin? Ist das gut? Oder ist es gut zu sagen, nein, wir trainieren weiterhin, auch schon seit Abschule, auf Weisungsgebundenheit, Karriere, Job und so weiter. Ist das zukunftsfähig? Das ist eigentlich jetzt die Frage. Und ich glaube, was Sie gesagt haben und was natürlich stimmt und was auch ein Problem sein kann, ist selbstverständlich deswegen, weil das jetzt auch trainiert worden ist. Und weil das auch eine Herkunft ist, natürlich. Und nicht, um das jetzt 1:1 gleichzusetzen, aber 1:10 schon. Bei der Abschaffung der Sklaverei in den USA war genau das ein Argument. Die brauchen Struktur. Wenn die nicht Struktur, dann hängen die nur ab, dann haben wir nur Kriminalität. Das macht die ganz unglücklich. Also es ist jetzt ein bisschen krass als Vergleich. Aber es ist ganz und gar das Gleiche in dem Sinne, wir haben eine Gewohnheit jetzt. Und eigentlich sagen wir, das ist nicht wirklich gut. Aber es ist halt so. Genauso war es bei der Sklaverei auch. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist halt so. Irgendwann müssen wir es ändern, aber jetzt sind wir nicht vorbereitet. Und ich denke, das, was Sie ansprechen, zeigt nur, wie ernsthaft das Grundeinkommen ist. Es ist keine Luftnummer, es ist nicht irgendwie eine Seifenblase, es ist eine echte Herausforderung und fordert auch, glaube ich, heraus, dass Menschen wie Sie und andere dann sowas begleiten. Also wenn die Frage kommt, wie machen wir Menschen fähig, eben würde ich sagen, nicht als Programm, aber es wird sich sehr viel finden, dass Menschen anderen auch dabei helfen. So wie, kurzes letztes Beispiel, in Namibia, in dem Dorf Otjivero, wo es ja eingeführt wurde über 3 Jahre, das war also lustig, dass sich sofort in diesem Dorf Finanzberater bildeten, die von Tür zu Tür gingen und dann auch sagten, jetzt gebt nicht sofort dieses Geld aus, es ist auch gar nicht viel gewesen, kauft euch jetzt bloß keinen, was weiß ich, DVD-Player, weil DVDs gibt es gar nicht hier zu kaufen. Also es entwickelt sich ganz viel, wenn es kommt.
Und es ist genauso wiederum bei der direkten Demokratie. Was sie voraussetzt, informiert sein, für andere denken, für das ganze Denken, Gewissenhaftigkeit und so weiter. Das ist ja nicht deswegen da, weil es die direkte Demokratie voraussetzt, sondern das fördert die direkte Demokratie. Und so ist es beim bedingungslosen Grundeinkommen auch. Es setzt voraus eine Fähigkeit zur Selbstführung, eine Eigenverantwortung, die stärker ist, weil es mehr Freiheit ist. Das ist nicht unbedingt so vorhanden, aber das entsteht damit. Und man kann auch sehen bei der direkten Demokratie mit dem Hintergrund, dass wir ernst machen können mit solch einer Sache wie bedingungsloses Grundeinkommen, ist die Diskussion ganz anders. Ich war jetzt neulich in Deutschland wieder und habe das erlebt. Da gibt es natürlich genauso viel tolle Leute und intelligente und Sachen. Du kommst in Deutschland niemals an das Level von wirklich relevanter Entscheidung. Und das heißt, alles verendet. Nur die ganzen guten, positiven Sachen kippen um und verbittern. Und dann hast du am Ende eigentlich eine potenziell gewalttätige Atmosphäre. Und das bedingungslose Grundeinkommen lässt eben Entwicklungen zu und Interaktionen zu. Und das ist eigentlich auch das Mittel gegen soziale Unruhen, Bürgerkriege und Kriege. Und das hat Albert Wenger angedeutet. Wir werden bei dieser Umstellung jetzt auch dieses Szenario haben können. Und wir sehen es ja schon. Kriege um Öl und so weiter und globale geostrategische Spiele. Also ich denke, diese Dimension hat das Grundeinkommen und schafft was Neues. Und was jetzt ist, ist eben jetzt und auch trainiert und gewollt, genauso.